Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Builder's Journey. Ein Titel, der seit dem 22. Juni 2021 auf Steam erhältlich ist, kostet 16,99 € und es ist kein Early Access Titel. Nein, der richtige Titel heißt tatsächlich sogar Lego Builder's Journey und es ist ein, wie man unschwer erkennen kann, Lego Puzzlespiel. Der Entwickler selber schreibt, Lego Builder's Journey ist ein Geometrie-Puzzlespiel mit toller Atmosphäre, in dem wir manche Regeln befolgen und manchmal Regeln brechen müssen. Okay, ich bin gespannt, es können unzählige Levels sein und das erste ist direkt zum Start jetzt vor unserer Nase. Da muss ich nur weiterspielen drücken und da kriegen wir es schon geliefert. Wir sehen unsere schöne Lego-Platte, checken aber einmal kurz in den Option. Boah, ist das laut, ne? Hab schon ein bisschen leiser gemacht. Was ich eingestellt hatte? Okay, hoch. Mehr als hoch ist nicht. Es gibt nur Benutzer definiert. Ultra gibt's nicht. Gut. Also die Musik ist bei mir sehr laut, weil mein Headset so laut ist. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Geh zurück. Und sag weiterspielen. So. Das erste ist natürlich ein Tipp. Wir nehmen das Puzzleteil auf, den Einer, also Puzzleteil, den Legostein. Wenn wir einmal mit der linken Maustaste draufgeklickt, haben wir den in der Hand sozusagen und können den überall hinschieben, wo wir wollen. Ganz offensichtlich wollen die, dass wir den in der Mitte platzieren. Und wenn ich klicke, dreht er sich. Aber macht ja nicht viel Sinn beim Einer, ne? Zack. Drauf gepopelt. So, okay. Ja, wir lernen schnell. Gedrückt halten muss man dann. Da liegt nochmal ein Einer. Bin gespannt, was wir jetzt bauen hier. Okay, jetzt müssen wir schon kreativ werden. Ich vermute es ja schon. Oh. Fängt schon gut an. Zack. Alter, soll eine schöne Atmosphäre haben. Ich bin gespannt. Das ist gar nicht so einfach, die richtige Stelle zu treffen. Na. Frechheit. Okay, zum Aufnehmen anklicken. Verständlich. Oh oh. Wo soll der hin? Der passt doch gar nicht hier drauf. Können auch Puzzles wieder. Also von vorne. So. Naja, ob das was bringt. Auch hier macht das Wasser einfach mein schönen Turm kaputt. Aufnehmen und anklicken. Okay. Das Ganze ist ja Tutorial. Zum Umschauen rechtsklick und ziehen. Okay. Ah, guck mal, da versteckt sich ja einer. Ein unlösbares Rätsel für uns. Oh, da kommen unsere Lego-Männchen, die nicht aussehen wie Lego-Männchen. Logisch. Ich weiß, die Musik ist sehr laut, aber die ist auch sehr schön. Er hilft uns. Ich bin aber nicht schlau genug. So. Okay, was will er jetzt? Überlegen. Upsa. Komm wieder her. Das Wasser muss ja davon weg. Also da kommt ja so eine blöde Welle. Das Ganze macht ja hier keinen Sinn, oder? Was ich gerade baue. Aber es gibt keine Tipps. Was habe ich jetzt davon? Nichts. Schwer zu erkennen, wo sie hin soll. Na, kommst du her? Jetzt. Yippie! Eine Errungenschaft, Erbauer. Okay, jetzt kriegen wir die Aufgabe. Hm.
Was haben wir denn hier? Das wird nie funktionieren im Leben, nicht? Ah. Das ist unser Bewegungsstein. Mehr habe ich nicht. So muss ich den anderen wieder nehmen. Okay. Er will zu meinem Papi. Easy gelöst, ganz. Oh. Es wird immer anstrengender, sehe ich gerade. Ich verstehe schon. Bleib bei mir. Du bist auch bei mir. Brauche ich bestimmt irgendwann. So. Wir brauchen jetzt. Fall die Dreier. Macht Spaß. Papa. Und wir sind bei Papa angekommen. Oh, das sieht ja schon sehr komplex aus, ne? Vor allem, wenn Lego sich bewegt, eher komisch. Also, wir haben die Runden. Ich weiß schon, ich muss eine Leiter oder eine Treppe bauen. Lass sie nur nicht irritieren, dass das da Runde bei sind. Okay. Die habe ich auch noch gesehen. Will ich ein richtiges Lego-Männchen werden. Oh, wir haben einen Rucksack bekommen. Und einen Hut. Das war aber noch nicht alles, oder? Doch, war alles. Jetzt geht's ja richtig rund. Okay, Ziel ist natürlich wieder zu Papa zu kommen. Ich nenne ihn einfach mal jetzt Papa eiskalt. Das hier geht nicht. Das ist nicht weit, zu weit weg, nein. Schafft er das auch hochzuspringen? Nee, natürlich nicht. Aber ich darf ja auch keine Steine abbauen, ne? Ich darf nur die nehmen, die lose rumliegen. Das heißt... Zack. Den wieder weg, denn wir haben da unten noch so einen Zweier rumfliegen. Der uns das natürlich ermöglicht, etwas höhere Höhen zu erreichen. Ja, da guckst du, ne? Und auch dieses Anfangsrätsel habe ich doch gelöst. Ey! Jetzt klaut er mir die sogar noch. Ah, ne. Das ist ein schlechter Papa. Okidoki. Was haben wir denn jetzt zur Verfügung? Oh Gott, er haut da ein paar runter. Nee, da fallen ja welche ganz runter. Was mache ich denn, wenn die ganz runterfallen und weg sind? Okay, wir haben unseren blöden Einer. Der ist so weit weg, ne? Er will, aber er tut's nicht. Vielleicht drücken wir noch einmal, dann muss es gedrückt halten, damit der springt. Dann habe ich ganz viele Zweier hier. Jetzt bin ich einfach mal mutig und mach. Unsere Lego-Steine halten auch. Okay, ich glaube, das ist schon vom Denken her nicht richtig. Weil wir müssen ja nach oben. Ah, so hoch springt der wieder nicht, ne?
Doch, so springt er tatsächlich. Aber das kann nicht die Lösung sein. Nein. Gefangen. Ob wir einen neuen kriegen? So müssen wir testen. Ja, der kommt Gott sei Dank wieder. Okay, das ist nicht die Lösung auf jeden Fall. Weil der einer mir schon genug sagt eigentlich. Ne, ja, der kommt gleich wieder. Ich muss das Klicken hier noch so ein bisschen mich angewöhnen. Sonst drehe ich immer außersehen. Ich drehe am Rad. So, ein bisschen höher müssen wir natürlich. Aber auch nicht zu hoch. Also 3D-Puzzle sind schon eine Herausforderung, ne? Okay, er wird dahin springen auf jeden Fall. Aber... wird sehr schnell herausfordernd, gruselig. So. Erstmal springst du hier rauf, mein Freund. Oh ja, nicht so, aber ist egal. Boah, das ist aber knapp, ne? So, jetzt hab ich den noch übrig, aber die darf ich zum Beispiel nicht abbauen, ne? Du darfst so die nehmen, die auch wirklich da zur Verfügung stehen. Ach, ich hatte eine Idee. Ja, so weit nach unten springen, schafft er das? Nein. Spring da bitte drauf. Na, so suizidal ist er nicht. Ich krieg die nicht mehr ab sonst. Ach, ich habe nur eine Idee. Wartet. Ja, puzzeln, puzzeln. Vor allem peinlich, wenn ein Leute dabei zugucken. So. Also eigentlich sollte er nicht hinhüpfen. Mehr geht nicht mit drehen. Ich habe ja jetzt den... ja, den kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Ach, guck mal, das ist noch ein kleiner Zweier. Den habe ich gar nicht gesehen. Das ermöglicht natürlich mehr. Nein. So. Papa. Nein. Das ist zu weit. Deswegen muss da noch ein Zweier hin. Oh, das sind so Spieler, da entspanne ich mega bei. Und verzweifle auch mega manchmal. Nein. Ich bin wieder daheim. Aber er hat mich ja... er wollte mich ja nicht. Okay, wir kriegen neue Bauteile. Okay. Wir sind ja jetzt neben ihm. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo das Ziel ist. Wir haben... müssen was zusammenbauen. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das Bild ist voll krass. Immer wenn ich einen baue, baut er neu. Und er hüpft hin. Oh, ein Feuerchen hat sich angemacht. Das habe ich jetzt als Feuer so nicht erkannt. Und sie genießen. Sie genießen das Feuerchen. Und sie hören nicht auf, das zu genießen. Muss ich mich irgendwo hinbewegen? Ich sehe keine... achso, da sind sogar noch Steine. Ei! Das ist noch nicht zu Ende. Es ist aber sehr dunkel. Was soll das darstellen für ein Stein? Feuer aus. Plastik-Waldbrände vermeiden. Okay, das war's. Das war das Tutorial. Und dann kannst du in den echten Abenteuern gehen. Unser Papa erklärt uns das gerade noch, wie das geht. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, dass die blubbern.
Muss man sich auch teilweise beeilen, ich weiß es nicht. Weil da ist ein Schalter. Nee, gar nichts, kein Schalter. Blödsinn. Yeah, Camping. Okay, ja, bis jetzt, ne? Da kann man sich nicht beklagen von Schwierigkeitsgrad. Das ist ihnen zu hoch. Das ist ihnen auch zu hoch. Was haben wir denn noch hier liegen? Ach so. Hä? Ey, wenn man da drauf springt. Ach, die sind beweglich. Oh, da muss ich nur sauber eilen. Naja, das ist scheiße, das ist so weit weg. Mist. Egal, irgendwie die Dinger da rein pieken. Oh, geschafft. Nein. Nein. Man verdrückt sich auch leider sehr schnell. Oh. Kein Problem für uns. Kein Problem. Das haben wir mit links geschafft. Die Musik ist auf einmal so leise geworden. Irritiert. Okay. Ein großes Chaos, was wir wieder zusammensetzen müssen. Aber ist auch egal wie, ne? Wir entscheiden selber. Ich mach einfach irgendwas. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Ich glaube, die Teile müssen schon passen. So ein bisschen. Wir haben hier noch so einen kleinen eine Rampe, Rampe. Was bist denn du? Eine Rundung. Die mir jetzt nicht viel hilft. Definitiv müssen wir erstmal dahin kommen, ne? Zu hoch. Habe ich mir schon gedacht. Vorsichtig. Haben wir ja hier die Möglichkeit, irgendwas hinzusetzen. Ist ja eigentlich egal. Man kann ja immer wieder nachholen, den Stein. Oh, ist an der Seite gehüpft. Shit. Kannst du da runterhüpfen? Schaffst du das? Natürlich nicht. Ich glaube, da gibt es idealere Wege. So, dann können wir jetzt wieder abbauen hier. Oh, man muss aber aufpassen, man kann sich auch verbauen, ne? So. Manche, wenn schon gerade. Okay, Man braucht nicht immer jeden Stein, scheinbar. Wir haben jetzt noch den hier natürlich mal. Wollen wir es denn popeln? Also mir wäre fast lieber, weil wir den vielleicht gleich brauchen. So, dass es ja nochmal gedreht wird, war wichtig. Egal, mach ich einfach mal. Das müsste passen, ne? Nein! Papa. Also jeder Stein war nicht mal notwendig. Also schon erstaunlich. Buh. Wo sind meine Steine? Help! Da kommen nur diese. Die kriege ich gar nicht gegriffen. Die sind auch nicht zum Greifen. Da haben wir nur sowas hier. Ah, hier oben nicht was. Oh, oh.
Hab's kaputt gemacht. Verdammt. Ganz kaputt. Ha. Hält, oder? Nein, nicht so weit. Nein, den brauche ich doch noch. Ich weiß noch nicht, was wir für das Teil überhaupt haben hier. Einfach irgendwie eine Brücke bauen. Aber gleich können wir zum Beispiel... Ja, wir müssen uns in der Mitte befestigen. Geht nicht anders. Gehen wir da hinten hin. Das ist hier die Taktik, schätze ich mal. Hey. Ist der von da? Nein, den Stein brauche ich doch. Ich kann doch nichts anderes hinhüpfen mehr. Verdammt. Der reicht ja genau nach da. Dann hält der da auch. Ne? Hey. Aber den will ich doch da jetzt haben. Kann ich ihn schon da hinpacken? Ja, ne? Guck mal. Ach, guck, perfekt. Und dann bringt mir auch nichts. Denken, denken. So, wie kriege ich jetzt den lang? Da wieder weg, scheiße. Nein, komm, du brauchst nicht mehr in Unendlichkeit. Wow, Unendlichkeit fliegen. Dafür muss ich mit meinen kleinen Männchen mal hier wieder rüber. Ich brauche den ganzen lang für mich allein. Guck mal so. Da muss ich den hier irgendwie wegpopeln. Weil das bringt nichts. Ich kann den. Ich brauche den. Einer. Ah, da haben wir doch noch Platz gehabt. Hoppala, am Desktop. Mein Gott. Die fliegen schnell weg, als du gucken kannst, die Dinger, wenn du die Maus gedrückt hältst. So, perfekt. Jetzt habe ich den Dreh raus. Dann brauchen wir jetzt nämlich eine weitere Route. Ist gar nicht richtig drauf. Egal wie. Zum werten Dad. Aber ich glaube, wird zu tief sein. Und dann brauchen wir bestimmt den hier. Nein, zu weit. Muss ich ein bisschen an den Klicken gewöhnen. Nein. So, da kannst du bestimmt hinspringen. Nein, das ist ja nicht der Plan. Das könnte hinhauen. Wir erreichen Pa. Na, noch ein Bilder. Noch näher am Pa. Geschafft. Stolz ist er wie Oscar auf seinen Sohnemann. Das sind ja diese beweglichen Steine und wir haben wahrscheinlich einfach nur die Aufgabe, da hochzukommen. Was passiert, wenn ich dann drauf sitze? Klappt. So. Bin gerade überlegen. Wir sind. Was ist das denn für ein Stein? Ich kenne hier gar nicht. Also das hat blubbert und so, ist das völlig egal eigentlich, ne?
Wollen wir unser Glück versuchen? Sieht doch schon fast gut aus. Wow. Ach, das singt. Shit. Wenn er drauf geht, wird zu schwer. Aber es könnte doch lang. Mist. Müssen wir eine Etage höher werden? Kommt wieder runter. Nein, brauchst du ja nicht hinspringen. So, so einen komischen Block hier. Ist wahrscheinlich so einer, damit er in der Mitte noch Platz hat. Das ein bisschen weiter nach hinten platzieren, oder? Nee. Hm. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ah, bis dahin. Das ist zu weit. Ich ahne. Ach! Blödsinn. Kleiner Mini-Denkfehler wieder. Hehehe. Los, hüpf. Wir fahren gen Himmel. Ach, wie schön. Soll man genau beobachten, was der hier macht, ne? Das ist. Ist alles relativ komplex jetzt, ne? Also wir haben unsere Scheibe hier, nicht hier. Nein, wir haben wieder nur so einen Einser. Wir haben den hier. Ah, ich sehe schon. Blödsinn. Naja, ist noch vom Anfang, ne? Mehr Gewicht? Ich brauche mehr Gewicht. Wird eigentlich ganz anders gehüpft sein. Nehmen wir den auch noch mit. Ah, Papa kommt weiter. Und kredenzt uns noch ein paar Brocken. Oh, lässt sie verdammt viel Zeit. So, und jetzt ist die. Das Rätselslösung ja bestimmt. Oh Mann, hier ist. Erstmal wegpacken. Parken. Das, was wir haben. Ach, sind so komische hier. Hier ist nämlich alles glatt. Hier darfst du kein Legostein draufsetzen. Geht ja nicht. Ich muss ja auch noch richtig Lego spielen hier, verdammt. Ja, das hilft jetzt sehr viel. Okay, wir gehen ja automatisch auch in der Höhe. Wenn wir ja Dinge abbauen. Da kommst du eh nicht hin, das weiß ich. Wir müssen vielleicht uns auch höher machen. Ja klar. Timmy, denk nach. So einen Dicken hier drauf. Der katapultiert uns schon mal in der Höhe. So ein Zweier. Und wir selber müssen auch höher. Gott. Ich und denken. Nein, hier drauf. Ob das so richtig ist, dass wir. Ach. Schwierig. Mit denen komme ich nicht ganz so klar. Ne? Das bringt mir jetzt ja auch nichts hier. Ich müsste den. Der ist aber dann zu hoch. Nein. Okay, jetzt. Ja, so ein bisschen habe ich den Dreher raus. Ich glaube, ich weiß schon, was passieren muss. Bei so einem Video bin ich auch immer so leise, denn die Höhe spielt ja fast gar keine Rolle gerade, weil der sich eh runterdrückt.
Aber ja, wir kommen nur so da hoch mit dem in dem Levelbereich. Und das ist schon zu hoch. Ich kann hier nichts mehr wegbauen. Verdammt. Logisches Denken. Verdammt logisches Denken. Ich kann nichts da mehr hinbauen. Da ist er. Oh, doch, hier ist noch einer. Warum versteckt sich denn da noch fieserweise einer? So. Vielleicht reicht das ja von der Höhe tatsächlich. Komm bitte, jetzt stell dich so doof an hier. Wäre vom Winkel her nicht gepasst. Also du stehst mittendrin. Habe ich noch irgendwo einen Brocken? Es geht ja um das Gewicht hier. Ist ja maximal unten. Vielleicht sollten wir tatsächlich... Oh Gott, ich muss dann alles abbauen. Total kacke. Der Große muss unbedingt draufbleiben. Oh, schöner Sprung. Ist egal wie, oder? So. Das wird uns wieder nach unten für befördern hier. Kommen wir nie weiter. Verflucht. Vor allem nicht so hoch. Ah, Idee. Man muss ja wirklich in mehreren Dimensionen denken. Das macht schon Laune. Ja, ja, hüpf, egal, mach. Ich will den hier nochmal drehen. Dann können wir nämlich darauf wieder rauf hüpfen. Aber nichts mehr hinbauen. Scheiße. Hä? Hüpf hier nochmal drauf? Nein, da. Also mir gefällt das optisch schon ganz gut. Nein. Verstehe ich nicht. Ist doch nicht der Winkel nicht richtig oder was? Man darf die Maus das ja nicht halten, dann macht der nämlich einen Scheiß hier. So. Nein, das ist definitiv zu hoch, sieht man ja schon. Okay, das ist schon etwas schwieriger. Die Lösung hat man bestimmt schon, wenn man Zuschauer ist, auf der Zunge. Und ich suche auch noch einen Brocken. Weil der bringt ja gar keinen Sinn mehr hier, der eine, ne? Mach. Weil wir eh ganz unten sind. Und das ist zu hoch. Da brauche ich den Zweier. Nein. Das schafft er nicht zu springen. Entschuldigung. Der kleine Furz. Okay, Mann. Vielleicht ist der Ansatz ja auch falsch gewesen, ne? Man weiß es nicht. Was ich immer nie glaube. Ich glaube, das war schon goldrichtig, nur nicht mit den richtigen Steinchen. So, hüpfen wir mal da runter. Nein, nein. Oh, lass mal die Maus. Halt immer die Maus fest. Das schafft er eh nicht. Ja, ich habe eine Idee.
die eigentlich so simpel ist und man eigentlich schon hätte selber drauf kommen können von vornherein. Nicht erschrecken, da kommt gerade die Feuerwehr oder die Polizei. So, und das passt vom Winkel her und von der Höhe kann er sich gar nicht mehr viel vertun. Aber das ist ein bisschen... Ah, nee, 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 guck hier, wir haben da eine Stufe geschaffen. Hehe, wir sind schlau. Haben ein bisschen lange gebraucht dafür, aber wir sind schlau. Ich sag mal wir. Dabei bin ja ich jetzt. So. Das sieht final aus, schon ein bisschen intromäßig. Nö, ist es aber nicht. Aber das sieht krass aus, die Grafik, ne? Okay, ich erkenne da zwar gar nichts. Wir haben hier Löcher drin. Ich sehe nicht einen Brocken, ich habe nur den hier. Okay, das war das Ziel. Tür zu. Pfadfinder war die Errungenschaft auf Steam. Also ich denke, es gibt wirklich sehr viele Level und es werden wirklich viele Level dazukommen auch noch. Die Ziele werden wahrscheinlich nicht immer nur zum Papa sein. Okay, wir haben wieder nur Steine, die passen wahrscheinlich. Nö. So wie ich es vermute. Mit Papi zusammen Lego bauen, ist das nicht schön? Die Lego-Überwachungsmaschine. Die nimmt mir bestimmt ein paar weg. Nein, das muss ich alleine schaffen. Warum? Warum diese unnütze Brutalität? Quatsch. So, ja, er wollte es gerade hier hinsetzen, habe ich gesehen. Dann haben wir den hier. Den da. Okay, das war sogar richtig. Jetzt muss ich ihn retten oder sowas. Warum besteht er nur aus einer? Ich will ein richtiges Lego-Männchen sehen. Okay, das erklärt sich fast von alleine. Komisch, schön, ne? Das ist exakt dasselbe wie gerade. Aber wir müssen den ja bestimmt retten. Ich mach's nur einfach nur nochmal. Da kommen immer unendlich neue. Wir müssen den Mechanismus bestimmt irgendwie blockieren oder so. Da ist die Lampe, da kommt. Ah, da kommt ein Stern reingefallen. Das einfach nur zweimal machen. Wie wird er denn damit gerechnet jetzt? Das ist ein bisschen skurril, was hier so passiert. Ich habe wieder neue Brocken. Ich glaube, das Ding ist schon wieder angedüselt. Aber die bringen mir hier nichts, ne? Was? Lass uns noch leben. Aber vielleicht muss das ja tun. Vielleicht ist das ja sogar gut. Keine Ahnung. Nö, ich muss bauen. Okay. Wohin denn damit? Ah nee, wartet. So. Okay. Wird das wieder so kompliziert wie gerade? Oder kann man hier andere Sachen machen? Das war egal. Sie bauen irgendwie Platten oder so. Die werden nach unten gebracht oder so. Keine Ahnung. Also irgendeinen Sinn wird das schon machen.
ist nur halt nicht jetzt allzu tricky, ne? Wie nenne ich davon? Ja, die Tonne mal voll hier. So. Ich fällt einfach durch den Stern. Das Ganze jetzt dreimal, okay. Ein bisschen einfach los. Gerade muss ich das zweimal machen und dann ging das Spiel weiter in, an unser Haus oder wo auch immer wir sind. Ja. Und ich habe wieder weitere Brocken gekriegt. Was sind das für welche hier? Die hier? Also Runden. Vielleicht mehrere. Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich die jetzt wirklich ehrlich gesagt hinpacken soll. Ist glaube ich scheißegal, wo ich die hinpacke. Ne? Das geht einfach wieder weiter. Du musst einfach nur verbauen, das war's. Also der Abschnitt ist irgendwie komisch. Und dann gibt es eine Antenne mit Fähnchen. Gehisst. Soll das wirklich das, so sollte das aussehen? Habe ich das richtig gemacht? Kann ich ja nicht glauben. Ich habe einfach nur gebaut. Tür zu. Na, ist kaputt gegangen. Irgendwie so eine leicht deprimierende Stimmung mittlerweile, ne? Achso. Ich schnall das manchmal nicht, dass man dran ist. Mehr Licht. Und so wird das Spiel, was ist das hier, mit verschiedenen Bauteilen weitergehen, ne? Ach so, die Lampe macht, also der macht die beiden Lampen an und die hier oben. Da darf man rumpuzzeln. Und ich habe noch hier so ein... Da fällt eine Klappe ab. Da sind auch noch mal Teile. Nein. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das falsch war. Das war auf jeden Fall richtig. Ich kann diese nicht mehr bewegen. Nur rütteln. Oh. Man muss auch ein bisschen suchen. So ein bisschen Point and Click ist auch noch dabei. Okay, nach wo? Erst wenn es richtig ist, kommst du weiter. Ach, kaputt da! In den darf ich nichts klicken. Aha. Kommt noch was raus? Der gelbe muss aufgehen, der ist wichtig, aber den hier kriege ich nicht. Stromstein. Auch das bringt nichts. Dann darf ich hier nämlich gar nichts machen. Also das erste Puzzle war tatsächlich das hier. Licht ins Ganze zu bringen. Upsa. Ich krieg den gelben hier auf. Keine Ahnung warum. Nein. Oder vielleicht hat der noch eine Bedeutung. Eine andere Bedeutung.
Villa drauf packen? Ich sehe das. Antenne. Komische Grafik gerade. Robbie, Roberto, zusammengebaut. Ja, komm, mach was. Was ist das denn? Was soll das für ein Stein sein? Ach, guck mal hier. Ein Skateboard. Ich komme auf Ideen. Entdecker, Errungenschaft erreicht. Gut, in dem Sinne haben wir wohl verstanden, worum es in diesem Spiel geht. Sehr, sehr facettenreich wahrscheinlich. Was wir hier gesehen haben, war wahrscheinlich nur ein kleiner Bruchteil davon. Eine Art Story scheint es zu geben. Mit diesem Männchen hier, was jetzt auf einmal ein Skateboard hat, was wahrscheinlich gleich hier runterfahren will. Und wir jetzt eine Bahn bauen müssen. Die super kompliziert war. Und das schon erledigt haben. Okay. Dementsprechend schönes Spiel. Ich finde 16,99 relativ teuer, aber ist ja auch der Markenname Lego dahinter. Aber guckt in der Beschreibung, da findet ihr den Link dazu. Bis zum nächsten Video in der Testzone. War ein beruhiges Video, oder?